Diesmal bin ich in Niedersachsen, genauer gesagt in Holzminden, bei einem seit 1924 aufstrebenden Unternehmen im Bereich Haustechnik und grünen Technologien. Heute zählt das Unternehmen zu den weltweiten Markt- und Technologieführern und trägt den Namen Stiebel Eltron. Herr Dr. Kai Schiffelbein, der Geschäftsführer, gibt uns tiefe Einblicke in die technischen und wirtschaftlichen Fakten. Die Wärmepumpe ist heute mit weitem Abstand unsere wichtigste Produktgruppe mit über 65% dessen, was wir insgesamt umsetzen. Und als ich 1997 bei der Firma Stiebel Eltron angefangen habe, da war die Wärmepumpe das Exotenzeugs, was die eigentlichen Prozesse gestört hat. Dr. Schiffelbein hat ein umfassendes politisches Verständnis und zahlreiche Ideen und Lösungen parat. Auch der Endkunde braucht an der Stelle Planungssicherheit, weil die Investition in eine neue Heizungsanlage, die ist teuer. Die ist nach dem Kauf des Hauses und dem Kauf des Autos die drittgrößte Privatinvestition, die irgendjemand macht. Und wenn ich so eine große Privatinvestition mache, die dann für die nächsten 20 Jahre ja normalerweise auch Bestand haben soll, dann brauche ich natürlich einen Entscheidungsrahmen, der verlässlich ist. Ich komme mir doch veräppelt vor, wenn ich mir heute einen Gaskessel kaufe und morgen der CO2-Preis auf das Gas deutlich erhöht wird und ich auf einmal mit Kosten konfrontiert bin, die ich als Endkunde nicht absehen konnte. Welche Lösungsansätze und Zukunftsgedanken er konkret verfolgt, lässt er uns neben weiteren interessanten Perspektiven wissen. Bist auch du neugierig, was sich bei Stiebel Eltron und in unserer Branche momentan abspielt, dann hör einfach rein in meinen aktuellen Installateur-TV-Podcast. Enker Herbert Bachler für Handwerker Radio SI und HLK.